Hallo Leute, was geht ab? Ich bin Sebastian und heute geht's um Los Angeles. Von vielen Tänzern höre ich immer, dass sie gerne nach L.A. fliegen würden. Und auch das war mein Ziel. Und das habe ich dieses Jahr geschafft. Ich war ganze 5 Wochen in Los Angeles. Ich wollte euch einfach mal ein kurzes Video drüber machen. Oder lang. Ich habe mir gedacht, ich gebe meine Erfahrungen gerne weiter. Und hier sind 10 Dinge, die ihr wissen müsst. Und danach seid ihr auch ganz sicher, dass ihr bereit für euren Trip nach L.A. seid. Nummer 1. Vergesst ganz einfach eure Wintersachen. Ja, da habe ich schon gedacht, vielleicht ist es doch noch nicht ganz so warm. Doch. Es war verdammt warm. Also prinzipiell war es einfach verschenkter Platz im Koffer. Und ich hätte definitiv mehr shoppen können, wenn weniger Platz im Koffer gewesen wäre. Und Nummer 2. Das Essen bekanntlich in den USA ist nicht so gut. Aber damit kann man leben. Was für mich echt gewöhnungsbedürftig war: Wasser und Schokolade. Entweder ihr bringt es euch mit, so das, was ihr könnt, was ihr dürft, oder ihr verdurstet. Nummer 3. Uber, Lyft und Flywheel. Das sind 3 super Apps, die ihr dort benutzen könnt. Wenn du irgendwie lost in Los Angeles bist, was sehr schnell dort geht, in dieser riesigen Stadt, haben wir die Apps auf dem Handys gehabt. Das sind einfach private Taxis. Mit Uber kommst du überall hin, super günstig, lernst super, super coole Leute kennen. Und wir hatten einen Fahrer, der war super nett. Der hat uns Snacks gegeben, der hat uns Wasser gegeben, der hat unsere Handys geladen, der hat unsere Musik gespielt. Bad Boys, Bad Boys. Und ja, das war mega. Nummer 4. Foundations. Die Lehrer in L.A., die setzen sehr voraus, dass man weiß, woher das Tanzen überhaupt kommt. Woher kommen die Hip-Hop-Basics, Dancehall-Basics, Ballett und Jazz. Da wird sowieso vorausgesetzt, dass man die Grundlagen kennt. Die Lehrer werfen immer wieder komische Worte in den Classes raus und man sollte doch schon wissen, woher die kommen oder was die auch meinen. Aber ohne die Grundlage und ohne den Basic kann das nicht funktionieren. Nummer 5. Nicht immer sind die bekanntesten Lehrer aus YouTube oder Vimeo oder anderen Portalen die besten, die dort unterrichten. Nummer 6. Ich bin ganz alleine nach L.A. geflogen. Mir war das eigentlich völlig egal, ob jemand mitkommt oder nicht. Das ist mein Ziel gewesen und das habe ich erreicht. Mir war nur nicht bewusst, wie schnell man da die Leute kennenlernt. Durch das Movement Lifestyle House habe ich natürlich auch direkt jeden Tag beim Mittagessen, beim Wäschewaschen, beim am Pool chillen immer wieder Leute getroffen und mit denen zusammengehangen. Man hat sich übers Tanzen ausgetauscht, man hat sich übers Leben ausgetauscht, über Choreografien, über die Classes, übers Training. Man hat gemeinsam trainiert, man hat Videos aufgenommen. Wenn ihr nach L.A. fliegt, bitte habt keine Angst, dass ihr vielleicht alleine fliegen müsst oder nur zu zweit oder euch nicht auskennt. Es gibt immer Leute, die euch helfen. Was natürlich aber auch wichtig ist für den Kontakt selber, ist, dass man selber auch offen ist. Und dann passiert es ganz einfach, dass man auf einmal in Los Angeles ist und man fühlt sich pudelwohl. Ja. Nummer 7. Faul sein kann man woanders. Hey, versucht so viele Classes zu nehmen wie nur möglich. Jeder sagt natürlich, wenn er in L.A. ist, dann wird er so viele Classes nehmen, wie es nur geht. Richtig. Es ist aber auch sehr wichtig, versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Ihr werdet dort ganz, ganz andere Stile kennenlernen. Ihr werdet ganz anderes Training kennenlernen und ihr werdet auch in jeder Class andere Bewegungen kennenlernen. Natürlich hast du
deine Favoriten, du hast auch deine Lieblingschoreografen, bei denen du wirklich jede Woche hingehen kannst. Aber versucht immer wieder was Neues zu nehmen und es ist völlig egal, welche Namen dort stehen. Denn die besten Classes sind nicht die, wo du schon alles kennst, sondern die dich inspirieren oder wo du sogar mit einem ganz anderen Denken rauskommst. Das sind die Classes, die was Besonderes sind und die dich dann nachher ausmachen. Nummer 8. Freundlichkeit wird in Amerika irgendwie groß geschrieben. Jeder hilft dir, dir werden Tüten getragen. Wenn du zum Beispiel in einen Supermarkt gehst, Leute entschuldigen sich, obwohl du schuld warst, dass du sie vielleicht angerempelt hast. Jeder Kassierer fragt nach deinem Tag, wie es dir geht. Ja, natürlich interessiert ihn nicht jeder, wie es dir geht, ja. Aber der Wille zählt. Nummer 9. Vielfältigkeit wird in Amerika sehr groß geschrieben. Sei es in den Tanzstilen, sei es in den Häusern, sei es in den Autos, sei es in den Bikes. Es ist völlig egal, wo man hingeht. Überall ist Kreativität, ist Vielfältigkeit, auch natürlich der Klamottenstil. Keiner sieht aus wie der Nächste. In Los Angeles interessiert das keine Sau. Es gibt immer jemanden, der crazier drauf ist. Es gibt immer jemanden, der noch buntere Haare hat. Und ganz ehrlich, das ist wundervoll. Wunder. Nummer 10. Es ist ganz wichtig, dass du dich selber bereit fühlst. Erst wenn ihr euch zu 100% sicher seid und sagt, jetzt seid ihr an einer Stufe, wo ihr dort mithalten könnt, wo ihr was lernen könnt, wo ihr euch steigern könnt, wo ihr Ziele habt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr auch wisst, warum ihr überhaupt nach Los Angeles wollt und nicht einfach nur, ich möchte nach Los Angeles, denn jeder fliegt nach Los Angeles. Und wenn ihr das alles habt, dann bucht, dann fliegt und dann lasst euch das von niemandem ausreden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr noch Fragen habt zu Los Angeles oder zu den Kosten, was auch immer ihr fragen möchtet, schreibt mir doch einfach unten in die Kommentare eure Fragen und ich werde die vielleicht im nächsten Video beantworten oder gleich in den Kommentaren. Schreibt mir auch gerne bei Facebook und ich bin immer froh, wenn ich irgendjemandem helfen kann, gerade bei so einem Trip, da gehört jede Menge dazu, Flug, wo übernachtest du, was kannst du da machen, wie weit ist es für die Tanzstudios, etc. Es gibt sehr, sehr viel, worauf ihr achten müsst. Ich bin jemand, der sich sehr, sehr gut vorbereitet für sowas und ja, wenn ich euch helfen kann, sagt mir einfach Bescheid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach meinen Channel und es wird in den nächsten Wochen definitiv mehr solcher Videos geben. Tipps, Hilfe, alles im Bereich zum Tanz, Fashion, Meisterschaften. Ich werde ein bisschen durch Deutschland touren und werde meine Kamera immer dabei haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt dem Video doch einfach mal ein Like, dann weiß ich auch, dass es euch gefällt. Bis zum nächsten Video.